Was steckt hinter dem mehrstufigen Zertifizierungssystem der IPMA mit ihren 4 Leveln, Level D bis Level A? Wie ist das zugehörige Ausbildungssystem aufgebaut und was hat das alles mit Karrierepfaden im Projektmanagement zu tun? Mehr dazu erfahren Sie hier. Das Projektforum. Hallo, mein Name ist Andreas Frick. Im letzten Video bin ich auf die zentralen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Projektmanagementansätzen nach IPMA, PMI, PRINCE2 oder auch Scrum eingegangen. Der IPMA-Ansatz sticht hier insbesondere durch die Kompetenzorientierung hervor. In diesem Video soll es darum gehen, Karriere und Karrierepfade im Projekt- und Multiprojektmanagement zu besprechen und um das mehrstufige Kompetenzmodell, das auf Basis des IPMA-Ansatzes entwickelt wurde. Karriere im Projektmanagement. Geht das überhaupt? Der Deutsche Fachverband der IPMA, die GPM, die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, führt seit Jahren regelmäßig eine Gehaltsstudie durch. Nach der neuesten Gehaltsstudie aus dem Jahr 2019 verfügen 87% der Befragten über ein oder sogar mehrere Zertifikate im Projektmanagement. Am häufigsten wurde hierbei das IPMA-Zertifikat Level D genannt. Und 75% der Befragten gaben hierbei an, dass sie ihre Karrierechancen im Projektmanagement dadurch steigern konnten. Fast alle Teilnehmenden gaben an, dass sie in ihrer Rolle als Projektmanagerin hohe Verantwortung tragen und in einem sehr interessanten Arbeitsumfeld tätig sind. Die Karrierechancen haben sich im Vergleich zur Studie aus 2017 sogar erhöht. Viele Organisationen bieten ihren Mitarbeitenden heute berufliche Aufstiegsmöglichkeiten im Projektmanagement an. So finden sich spezifische Rollen und Stellenbeschreibungen wie zum Beispiel Projektmanagementassistent, Projektleiterin, Projektmanager und auch Senior-Projektmanagerin. In großen Unternehmen oft sogar die Rolle Top-Projektmanager für die wenigen Großvorhaben, die vorliegen. Die Deutsche Telekom AG zum Beispiel hat hierzu zusammen mit Verdi bereits vor langer Zeit einen Tarifvertrag entwickelt. Dort gibt es innertarifliche Positionen, wie zum Beispiel der Sachbearbeiter oder die Spezialistin im Projektmanagement, Projektmanager 1 und 2 und die Masterprojektmanagerin. Auch der außertarifliche Bereich ist definiert, zum Beispiel der Seniorprojektmanager oder die Top-Projektmanagerin. Im Bereich der Dienstleistungsunternehmen sind solche Strukturen schon lange üblich. Bei der Entwicklung solcher Karrierepfade greifen viele Organisationen auf das mehrstufige Zertifizierungsmodell der IPMA zurück, dem internationalen Dachverband des Projektmanagements, in dem heute über 70 Nationen organisiert sind, um das Themenfeld Projektmanagement zu strukturieren. Die IPMA-Vertretung hier bei uns in Deutschland ist die GPM, die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement. Auf Basis des Standards der IPMA hat sie ein 5-stufiges Kompetenzmodell entwickelt, das auf jede Phase der Karriereentwicklung von Menschen, die im Projektmanagement tätig sind, eingeht. In 5 aufeinanderfolgenden Kompetenzstufen ermöglicht das Kompetenzmodell ein lebenslanges Lernen und eine kontinuierliche Kompetenzentwicklung, von den ersten Schritten im Projektmanagement bis hin zur Leitung von Großprojekten oder zur Steuerung der gesamten Projektlandschaft einer Organisation. Zu jeder der 5 Stufen des Kompetenzmodells existieren spezifische Ausbildungsgänge, die auf eine internationale Zertifizierung im Projektmanagement vorbereiten. Das Kompetenzmodell basiert erstens auf den internationalen Standards der IPMA, beinhaltet daher zweitens alle 28 Themenfelder des IPMA-Standards, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Organisationskompetenz. Beinhaltet drittens alle wesentlichen Ansätze des Projektmanagements, von klassisch linearen Planungsansätzen bis hin zu den agilen Ansätzen der Projektarbeit. Unterstützt viertens in seiner Mehrstufigkeit ein lebenslanges Lernen. Und fünftens bildet es damit einen geeigneten Karrierepfad für Menschen wie auch für Organisationen im Projektmanagement. Lassen Sie uns auf die einzelnen Stufen des Kompetenzmodells einmal genauer eingehen. Denn jede Ebene des Kompetenzmodells ist auf eine spezifische Zielgruppe hin ausgerichtet.
Jeder Mensch wird also dort abgeholt, wo er steht. Abhängig von den jeweiligen Vorkenntnissen und Erfahrungen kann entweder das Kompetenzmodell von der Basis aus gestartet werden oder aber direkt auf einer höheren Ebene aus durchlaufen werden. Das Basisseminar Projektmanagement richtet sich an Mitarbeitende im Projekt, zum Beispiel an Arbeitspaketverantwortliche oder Projektteammitglieder. Hier geht es darum, als Mitarbeiter Projekte zu verstehen, um hier einen konstruktiven und produktiven Beitrag leisten zu können. Es handelt sich um ein auf 3 Tage angelegtes Training, das auf eine 90-minütige schriftliche Prüfung vorbereitet. Der Lehrgang zum zertifizierten Projektmanagement-Fachmann oder auch Fachfrau, IPMA Level D, richtet sich an angehende Projektleiterinnen und Projektleiter oder Berufserfahrene, die ihre bisherigen Erfahrungen mit fundiertem Projektmanagementwissen unterlegen und Sicherheit in der methodischen Planung und Steuerung von Projekten erlangen wollen. Methodensicheres Planen und Steuern von Projekten ist die Hauptzielsetzung dieses Lehrgangs. Die Teilnehmenden lernen auf Basis der ICB, Projekte rational zu planen und zu steuern. Methodensicheres Handeln, die Handhabung verschiedener Projektmanagementansätze, Kommunikation und Teamarbeit sowie die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten des Projektleiters und der Projektleiterin stehen hier im Vordergrund. Hierbei handelt es sich um eine auf längere Zeit angelegte Intervallausbildung, die einen hohen Fokus auf die praktische Anwendung des Gelernten legt. So werden in den Lehrgängen echte Projekte der Teilnehmenden bearbeitet und die zugehörigen Projektmanagement-Ergebnisse erzeugt. Dies erfolgt in Form eines Berichtes, hier Report genannt, der bereits Prüfungsbestandteil sein kann. Die Teilnehmenden werden damit zum methodensicheren Leiten von Projekten befähigt und sicher auf die Zertifizierung zum Certified Project Management Associate IPMA Level D vorbereitet. Der Lehrgang zum zertifizierten Projektmanager IPMA Level C richtet sich an Projektleiterinnen und Projektleiter, die in Vollzeit Projekte leiten oder an Teilprojektleiter in großen, komplexen Projekten, die ihre Fähigkeiten im Projektmanagement zur Führung von Projektpersonal ausbauen wollen und die ihre bisherigen Erfahrungen mit fundiertem Projekt- und Multiprojektmanagement-Wissen und Können unterlegen wollen. Neben einer Vertiefung des Methodenwissens liegt der Schwerpunkt dieses Ausbildungsgangs auf den persönlichen und auf den sozialen Kompetenzen hin zur echten Führungskraft auf Zeit. Die Teilnehmenden lernen, Projekte und die an einem Projekt beteiligten Menschen zu führen. Hierbei handelt es sich ebenso um eine auf längere Zeit ausgerichtete Intervallausbildung mit einem stark ausgeprägten Fokus auf die Praxis. So werden auch hier in den Lehrgängen die tatsächlichen Projekte der Teilnehmenden behandelt. Und bestimmte Prüfungsleistungen, zum Beispiel die Erstellung des Berichtes für die Zertifizierungsprüfung, finden innerhalb des Lehrgangs statt. Die Teilnehmenden werden damit zur Führung von Projekten und Projektmitarbeitern befähigt und sicher auf die Zertifizierung zum Certified Project Manager IPMA Level C vorbereitet. Mit der Ebene Level B des Kompetenzmodells betreten wir einen wirklich interessanten Bereich, den Bereich der komplexen Vorhaben und des Multiprojektmanagements. Auf der Ebene Level B sind zudem verschiedene Zertifizierungen möglich. Eine Zertifizierung zum zertifizierten Senior Projektmanager, Senior Programmmanager oder auch Senior Projektportfolio Manager. Hier lernen die Teilnehmer, komplexe Projekte und Programme zu führen, sowie Projektportfolios aufzubauen und zu steuern. Die Steuerung komplexer Vorhaben, das strategische Management projektorientierter Organisationen sowie echtes Leadership in komplexen Situationen bilden hier den Schwerpunkt. Auch hier werden die Teilnehmenden darauf vorbereitet, sicher die Prüfung zum zertifizierten Senior Projektmanager, Programmmanager oder eben Projektportfolio Manager zu bestehen. Auf der Ebene Level A befinden wir uns in der Königsdisziplin. Hier geht es um das Coaching und um die Zertifizierung von Projekt-, Programm- und Projektportfolio-Direktorinnen.
Hier sind Projektführungskräfte mit langjähriger Erfahrung im Management großer, komplexer und strategisch bedeutsamer Projekte angesprochen, die ihre Fähigkeiten für das Management strategischer Vorhaben ausbauen wollen und die ihre bisherigen Erfahrungen mit fundierten Projekt- und Multiprojektmanagement-Know-how unterlegen wollen. Wo stehen Sie auf Ihrem Karrierepfad im Projektmanagement und wo wollen Sie hin? Nutzen Sie unsere Karriereberatung. Eine ausführliche Beschreibung des Kompetenzmodells finden Sie in einem Link unten unterhalb dieses Videos. Im kommenden Video gehe ich noch einmal genauer auf die konkreten Anforderungen der Zertifizierungsprüfung für die unterschiedlichen Zertifizierungsebenen ein. Bleiben Sie dran! Mein Name ist Andreas Frick. Wenn Sie mehr über das Themenspektrum Projektmanagement erfahren wollen, abonnieren Sie unseren Kanal. Viel Erfolg in Ihren Projekten! Das Projektforum. Wir machen Deutschland fit für die Projektwirtschaft.